Also ich bin gerade bei Tobi aufgewacht und der Grund, warum ich ein bisschen komisch geschlafen habe, ist, weil neben mir einfach eine Vogelspinne schläft und das Terrarium ist offen. Kein Scheiß. Nate Drop. Wir sind heute beschäftigt. Nee. Ich steck nie wieder unsere Hose. Hallo und herzlich willkommen zu diesem fantastischen Video. Wir schauen uns heute Tobis Aquarien an. Er hat eine Menge zu bieten. Ich auch. Egal, wir machen unsere Arme so davor. Das kann nur krass werden. Ist auf jeden Fall im Meerwasserbereich. Von daher, wir werden heute Riffbecken sehen, wir werden Tintenfische sehen, wir werden Algenbecken sehen. Das wird einfach nur super. Ich nehme euch heute mit und viel Spaß. Wir sind hier einmal bei deinem Riff-Aquarium. Erzähl doch mal ein bisschen. 300 Liter, viel LPS, viel Gorgonien. Hat das einen speziellen Grund, oder? Ja, der Tobi war ja schon mal bei mir und da haben wir mein altes Becken, sage ich jetzt mal, gefilmt. Und das war sehr dominant mit SPS bewachsen. Leider war ich im Urlaub und es war bei uns sehr warm. Und dann ist das Becken auch sehr heiß geworden und da habe ich den Großteil davon verloren. Deswegen habe ich jetzt hauptsächlich Gorgonien, LPS-Korallen und Weichkorallen drin. Es ist grundsätzlich einfacher zu pflegen. Ich bin jetzt auch nicht immer so viel zu Hause. Die verzeihen einen bedeutend mehr als eine Steinkoralle auf das jeden stimmt. Fall. Ja, ja. Und ich persönlich finde, sie geben den Ganzen auch einfach eine super schöne Bewegung auf, weil sie halt einfach nicht starr dastehen letztendlich. Und die Farben sprechen für sich. Es muss nicht immer zwingend SPS-Koralle sein. Also meine Spurenelemente, die habe ich von Tropic Marine, das All for Reef. Das ist eine Lösung für alles, Magnesium, Calcium, Carbonat, Härte, Jod, da ist alles drin. Dadurch, dass ich keine Steinkorallen drin habe, ist es auch völlig ausreichend tatsächlich für das Becken. Lass es 5 Milliliter am Tag sein. Also es ist wirklich nicht die Welt und es ist ganz einfach gemacht. Natürlich habe ich noch die Technik unten drin, aber zusätzlich habe ich noch ein Eigenrefugium damit drin. So, das wäre dann sozusagen die grüne Hölle hier unten. Ne? Da sind verschiedene Caulerpa-Arten mit drin, ein paar rote Algen sind mit drin, Drahtalgen und auch 8 Mangrovenbäume stehen dort mit drin. Sieht ein bisschen nach Süßwasser aus. So ein bisschen, ja. Wie genau kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert ein Algenrefugium? Also es ist natürlich im Kreislauf mit inkludiert, das muss so sein. Und die Pflanzen, die nähren sich ja praktisch von den Nährstoffen. Das heißt, die ziehen dir Phosphat, Nitrat raus und davon wachsen die dann natürlich und speichern das. Du hast im Endeffekt eine natürliche Art und Weise, wie du das dem Wasser entziehen kannst. Ich habe zusätzlich noch einen Abschäumer drin, weil ich doch einiges an Fischen da drin habe. Aber ich habe auch noch ein kleineres Becken. Das läuft zum Beispiel eigentlich nur durch die eigene. Da brauche ich gar keinen Abschäumer. Die Werte sind stabil, es passt alles und das Wasser ist auch immer sehr schön sauber. Wie sieht es denn aus? Was hast du denn für schöne Tierchen? Gut, ich habe den Klassiker, die Klauenfische. Aber was jetzt dann doch noch ein bisschen mit heraus ist, ich habe einen sehr schönen gelben Zweckfeuerfisch. Der hängt meistens hier vorne zwischen den LPS-Korallen und schläft dort und chillt dort. Den habe ich jetzt auch schon fast 2 Jahre, den habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Ist ein sehr cooler Fisch mit sehr viel Charakter. Was jetzt relativ frisch im Becken drin ist, das ist ein Mirakelbarsch. Und da habe ich wirklich sehr viel Glück, weil der nicht wirklich scheu ist. Und der frisst auch aus der Hand. Und ich habe eh gerade was aufgetaucht. Tobi, hast du vielleicht Lust, dass du ihn fütterst? Wenn man Fisch dran bleibt, dann noch nicht. Ja, bleibt sicher dran. Okay. Das ist ganz lieb. Ja, auch, dann machen wir das. Er kommt, ja, er kommt. Hallo. Pass auf deine Finger auf. Ja. Oh, er ist so schön. Soll ich zappeln oder lieber? Ah, nee, er vertraut mir nicht, er kennt nur dich. Oder du hast ihn zu oft verarscht heute. Nimm's mal ein bisschen weiter hinten, die Garnele, dass er mehr sieht, dass es eine Garnele ist. Perfekt. Genau, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu meinem persönlichen Highlight von all deinen Tieren. Wie? Ja. Ja, das sind tatsächlich die ersten Prachtsäbchen, die ich
auch bisher jemals gesehen habe. Unfassbar interessante Tiere. Was für verschiedene Geschlechter hast du jetzt hier im Becken drin? Also ich habe zwei Männchen und ein Weibchen. Das Weibchen versteckt sich gerade hinten in der Kokosnuss. Erkennt man ganz gut dran, das Weibchen, das ist mindestens doppelt so groß wie die Männchen, wenn nicht sogar noch größer. Also sie sind wirklich sehr klein. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, das hier vorne, die kleine Bohne, das ist schon ein Männchen. Da habe ich zwei davon drin. Die haben jetzt auch schon ein paar kleine Eier gelegt. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob die befruchtet sind, ob was draus wird. Das wird sich in der nächsten Woche höchstwahrscheinlich zeigen. Ich hoffe aber natürlich, dass das nicht alles war, dass da noch ein paar Eier nachkommen letztendlich. Es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich solche Tiere sehe, seitdem ich sie besitze. Ist schon eher was Besonderes, was man jetzt nicht wirklich an jeder Ecke sieht. Was sind das jetzt für Beckenmaße? Weil es ist ja schon ein relativ kleines Aquarium an sich. Ich habe gesehen, ich meine, ich bin jetzt schon den ganzen Tag bei dir, die bewegen sich nicht viel. Ja, die sind sehr lahm, sage ich jetzt mal in der Hinsicht. Das Becken stand halt schon und das steht jetzt auch schon seit über 2 Jahren. Ich habe da ja auch schon die anderen Sepien drin gehalten und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Dadurch, dass es halt alles wirklich voll mit den Algen ist, sind die Wasserwerte immer top in Ordnung. Es sind auch ganz viele Kleinstlebewesen drin, wie Borstenwürmer, Strudelwürmer und die halten das Becken halt auch sauber. Die sind nämlich wirklich, was das angeht, unheimlich dreckige Esser. Es bleibt immer irgendwas übrig. Also der Kopf von der Garnele wird grundsätzlich nicht gegessen und da brauchst einfach ziemlich viel Kleingraben und eine gewisse Biologie, dass das halt natürlich nicht darin verrottet und das ganze Becken dann letztendlich kippt. Von dem her sind die jetzt da drin, aber ich plane, das zu vergrößern und das aber ein bisschen auch flacher zu machen, dass wir so auf um die 100 Liter auf jeden Fall kommen. Aber jetzt im Moment, das passt ganz gut, sie fühlen sich wohl, sie fressen, haben sich ja auch schon vermehrt. Von dem her jetzt als Übergangslösung ist es tatsächlich sehr, sehr in Ordnung. Also Sepien habe ich jetzt zum Beispiel sehr selten in Shops oder sowas gesehen. Ich kenne das mit Eiern. Also du kriegst Sepien-Eier, musst die, glaube ich, selber ausbrüten dann. Hast du die jetzt so gekauft oder? Ja, okay. Also die habe ich jetzt so als erwachsene Tiere bekommen. Was aber auch nicht ganz ohne ist. Die sind wirklich sehr, sehr sensibel, was den Transport angeht. Also das war auch meine größte Sorge tatsächlich. Die sind ja auch nicht wirklich günstig, dass ich mir jetzt da 2, 3 Tiere hole und die kommen tot an. Ja. Der Gedanke, der spielt bei sowas, also bei mir zumindest, wirklich immer mit. Deswegen habe ich auch sehr lange überlegt, ob ich mir solche Tiere zulege. Und das ist auch der Grund, warum man eigentlich relativ selten erwachsene Tiere im Zoofachhandel findet, weil sie wirklich einfach unheimlich sensibel sind. Die beißen auch gerne mal die Tüten zum Beispiel durch, in denen sie transportiert werden. Krass. Und dann laufen sie natürlich aus und sterben, ist klar. Aber mit den Eiern, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Bei der Sorte gibt es sie tatsächlich nicht zu kaufen. Das sind die Stumpfdornsepien, die man da eher bekommt. Die sind auch sehr klein, das sind die letzten, die ich hatte. Dauert circa einen Monat und dann schlüpfen dann so ganz kleine, 5 mm große Sepien draus. Aber die halt dann auch wieder groß zu bekommen, ist dann der nächste schwierige Schritt, weil die wirklich nur an Lebensfutter gehen. Man darf nicht zu viel füttern, man darf nicht zu wenig füttern. Ein bisschen schwierig mit denen. Also es sind so vom Prinzip her, finde ich, keine ganz so einfachen Tiere tatsächlich. Was bezahlt man jetzt ungefähr für so ein Tier, für die Prachtsepie jetzt? Der Online-Preis liegt pro Tier bei 350 Euro. Okay, da sind jetzt 3 Stück drin, 2 Männchen, 1 Weibchen. Ja. Und das Männchen geht dem Weibchen richtig auf den Sack. Ja, der hat ziemlich Lust und der möchte auch ständig. Und deswegen liegt sie jetzt auch hinten in ihrer Kokosnuss und macht sich ganz flach und tarnt sich und sieht aus wie der Sand. Weil diese super tolle Farbe, wie sie jetzt gerade haben, mit dem Gelb, dem Violett und diesen schönen hypnotisierenden Streifen, die sie da haben, haben sie ja nicht die ganze Zeit. Die haben sie ja wirklich nur, wenn sie miteinander interagieren, wenn sie gerade fressen. Oder wenn sie halt einfach nur unheimlich aufgeregt sind. Sie sind ja auch giftig, das muss man ja dazu sagen. Also das ist die einzige Sepienart, die giftig ist, aber dafür muss man es halt essen. Ah, okay. Ist es so, wie wenn jetzt zum Beispiel eine Seegurke stirbt, dass die das Becken dann einmal mit umkippen? Nee, ich glaube, dass man die wirklich verzehren muss. Ja, okay. Wem würdest du denn so ein Tier empfehlen? Kann jeder, der auch frisch in die Aquaristik oder in die Meerwasser-Aquaristik gestartet ist, sich so ein Teil kaufen? Oder ist es dann doch eher was für Experten? Allein schon vom Preis her würde ich es niemandem, der gerade angefangen hat, einfach empfehlen.
weil man kann ja doch relativ viel falsch machen mit den Tieren. Es sind auch absolute Nahrungsspezialisten, also man kann sie tatsächlich an Frostfutter gewöhnen, das funktioniert, es dauert aber und bis dahin muss man natürlich sicherstellen, dass man immer genug Lebendfutter hat. Und das ist heutzutage, finde ich, gar nicht so einfach. Vor allem im Winter ist es wirklich schwierig, regelmäßig an Futter zu kommen. Von was reden wir da? Also Garnelen und genau. Müsis? Und genau, Garnelen okay. Und Müsis. Und die Müsis, die sind dann auch, wenn man Nachwuchs hat, letztendlich für die Kleinen perfekt eigentlich. Ja. Sepien generell, die können fast alles bewältigen, was die gleiche Größe hat wie sie selbst, mindestens oder sogar größer. Hammertiere, absoluter Favorite von mir, weil die haben es mir wirklich, wirklich angetan. Und direkt nebendran hat der Herr noch ein Becken, weil zwei reichen nicht. Wir haben hier viele, viele Makroalgen drin, wir haben eine Menge Gorgonien drin, wir haben Weichkorallen. Ich sehe ein paar Chromis, die sich dahin verirrt haben und die ganzen Versteckplätze natürlich total abfeiern, weil das ist sehr, sehr fischfreundlich und hier züchtest du dementsprechend auch die Kardinalbarsche. Genau, hier sind meine kleinen Kardinalbarsche drin, also mein Zuchtpaar ist drüben im Riffbecken, wo wir vorhin schon waren. Hier drin sind um die 27 ganz kleine, die sind erst so circa 1,5 Monate alt. Da drinnen schwimmt noch ein Paar vom letzten Jahr, die haben sogar selbst auch schon Eier gelegt. Die gehen meistens so nach einem Monat auch an Frostfutter und das ist dann der Moment, wo sie dann auch wirklich gut das Wachsen anfangen. Okay, ich merke schon, Algen haben auf jeden Fall den Weg in jedes deiner Becken gefunden, ja. Und du sagst auch vollkommen zu Recht. Ja, also ich kann es tatsächlich jedem empfehlen. Man kann es natürlich auch als Fischfutter benutzen, wenn man jetzt Doktorfische hat und hat so ein Refugium unten im Aquarium. Ja, wenn das dann gut gewachsen ist, zieht man halt was raus, packt seine Klammer rein ins Becken und dann wird das gegessen und das ist das natürlichste Futter, was man letztendlich auch noch haben kann. Ja, danke dir auf jeden Fall, dass wir heute deine Aquarien anschauen durften. Super interessant und jetzt kommt das Allerbeste, weil jetzt füttern wir die Sepien. Ja. Ihr seid mit dabei. Das kann doch krass werden. Also ich freue mich. Kanal abonnieren, liken, alles drum und dran und bis nächste Woche. Ciao. So, wir fühlen uns hier gerade so ein bisschen wie bei National Geographic, weil alles ist aufgebaut, Futter ist drin, aber keiner hat Hunger. Wir sitzen schon seit 20 Minuten hier.